Morgen an die Runde. Der heutige Webinar steht im Zeichen der Umfrage. Wir haben eine Umfrage rausgeschickt im Punkto PDM und da sind wir auch recht dankbar, da haben wir recht gute Ergebnisse gekriegt und es begrüßt Sie ganz herzlich eben Michael Sterns, unser Territory Technical Manager, ja, und ich selbst, Thomas Maiti. Und als allererstes, das ist ein fantastisches Ergebnis, ja. Wir haben bei der Umfrage über 400 Teilnehmer gehabt, ja. Und dafür ein herzliches Dankeschön. Und das Webinar haben wir um die Umfrage herum gebastelt und sozusagen die wichtigsten Themen aufgegriffen, die für unsere Kunden, ja, interessant ist, ja. Und darum rausgreifen und in die Tiefe gehen. Aber jetzt möchte ich das allererstes mal an Michael übergeben. Guten Morgen auch von meiner Seite. Michael Sterns ist mein Name. Vielen Dank auch von meiner Seite für die große Beteiligung an der Umfrage. Und was sich herauskristallisiert haben, waren Themen, natürlich hatten wir auch danach gefragt, aber auf die wollen wir auch eingehen. Und zwar zu den Themen, die ich jetzt hier auf der Agenda aufgezählt habe. Und zwar zum einen war es sehr wichtig, die Arbeit im Windows Explorer auch weiterhin zur Verfügung zu haben, also die Integration im Windows Explorer. Dann natürlich ein großes Thema, das Suchen und Finden im PDM. Und überhaupt suchen und finden im Bereich der CAD-Daten. Dann, was auch sehr interessant war, hatten wir viele Hits bei Workflows und dem Verwalten von Nicht-CAD-Dokumenten. Also auch das ist ein großes Thema neben den ganzen SolidWorks und anderen CAD-Formaten, dass wir durchaus auch viele andere produktrelevante Datenformate haben, wie Office-Dateien, Bilder, E-Mails und so weiter. Dann natürlich der Bereich der Automation. Was kann uns das System alles abnehmen, was wir dann eventuell nicht mehr manuell durchführen müssen und damit auch Zeit sparen können. Und so Dinge wie abteilungsübergreifendes Arbeiten, wo werden die Daten überall benutzt, bis hin zu Kopplungen zu Warenwirtschaftssystemen. Und dann natürlich nicht zuletzt auch ein sehr wichtiger Punkt, der aus der Umfrage rauskam, war die Implementierung und die Administration, was da möglich ist und wie das vonstatten geht. Ganz am Schluss fassen wir das Ganze nochmal zusammen und führen natürlich unsere Verlosung durch. Thomas wird die Rolle der Losfee übernehmen, aber bis dahin wünsche ich jetzt erstmal schönes Zuhören und fangen wir mit dem ersten Punkt an. Kurze Zwischenfrage, haben wir vielleicht ein Echo? Können wir mal kurz schauen? Oder versteht man uns sehr gut? Okay. Ja, also. Gut, ja, das erste Thema, was wir aufgreifen, ist Windows-Dateisystem. Ja. Und hier ganz interessant ist, dass 28% unserer Kunden im Windows-Dateisystem arbeiten. Ja, wir haben 50%, die mit SolidWorks PDM arbeiten und 22% unserer PDM-System, um die CAD-Daten oder Konstruktionsdaten für ihr System oder ihr Haus zu verwalten. Was ganz interessant ist, dass die Integration in Windows Explorer ein massives Thema ist. Und zwar haben 62% unserer Kunden gesagt, ja, dass es für sie sehr wichtig ist, Integration in Windows Explorer zu haben. Und 26% haben es als wichtig bezeichnet. Ja, und dann der Rest eben als mäßig wichtig oder unwichtig. War für uns eine sehr wichtige Information, dass das gut ankommt, was wir hier haben. Als weiteres kommt es bei 28% manchmal vor, dass Dateien gelöscht werden, versehentlich. Finden wir, wir haben darüber schmunzeln müssen, weil genau 28% auch im Windows-Dateisystem arbeiten. Das kann jetzt natürlich absoluter Zufall sein, aber um ehrlich zu sein, einmal Datei gelöscht zu haben, versehentlich ist eine zu viel. Gut. Dann andere Themen, die unsere Kunden
beschäftigt, ist das Umbenennen von Teilen, Baugruppen und Zeichnungen. Und 33% unserer Kunden müssen regelmäßig ihre Bauteile und Zeichnungen umbenennen und 39% manchmal. Also das ist ein Riesenaufwand. Ja? Und da kann natürlich PDM-System sehr gut unterstützen. Okay, vielen Dank, Thomas. Schauen wir uns mal an, wie wir ins PDM überhaupt einsteigen und was es bedeutet, dass wir eine Windows Explorer Integration haben. Wir sehen hier unser PDM Professional eingebunden in die Verzeichnisstruktur von Windows, und gerade habe ich mich da eingeloggt, um überhaupt meine Verzeichnisstruktur, die im PDM Tresor gespeichert ist, auf die zuzugreifen. Das bedeutet, wir sind dort passwortgeschützt und nur berechtigte Personen dürfen da hineinschauen. Der Windows Explorer ist ein bisschen erweitert worden. Da können wir alle möglichen Variablen, Spalten mit definieren. Und wir haben genauso auch die Vorschau integriert. Und zwar ist es eine vollwertige eDrawings Professional Vorschau, wo wir so gut wie jedes Datenformat anzeigen lassen können. Natürlich CAD-Formate, die SolidWorks-Formate und auch andere mit eDrawings, mit der Messfunktion auch drin. Hier messen wir gerade mal den Durchmesser oder den Mittelpunktsabstand von diesen beiden Bohrungen. Um jetzt zurückzugehen auf unsere Baugruppe. Wir haben natürlich auch noch den Bereich der Datenkarte. Die Datenkarte hält eigentlich alle Metadaten, die für dieses Produkt relevant sind. Dann haben wir das Thema der Versionierung. Die Versionen werden im Tresor gespeichert und verwaltet. Und da wir jetzt auf der Baugruppe sind, haben wir dort auch eine Stückliste, die direkt aus der Baugruppenreferenzstruktur gefüttert wird. Dann noch eine Referenzansicht, das ist eine Ansicht auf die Dateireferenzen. Von dort können wir auch natürlich uns grafisch weiterhangeln oder auch direkt auf ein Teil oder Unterbaugruppe dieser Baugruppe hingehen. Da werden wir dahin geführt und können auch sehen, wo ist dieses Teil überall verwendet. Wir sehen, in der Struktur geht es nach unten über die Baugruppe und die Baugruppe wird in der Zeichnung verwendet. Und das ist die Integration im Windows Explorer. Was haben wir denn da für Vorteile? Einmal durch das lokale Arbeiten, sprich wir arbeiten auf Kopien der Originale, die im Tresor sind, haben wir ein sehr sicheres und auch ein sehr schnelles Arbeiten. Natürlich durch das Tresorkonzept ist der Sicherheitsaspekt auch erfüllt, weil nur diejenigen, die vom Administrator als User angelegt sind, können auf diese Daten überhaupt zugreifen. Und nichtsdestotrotz ist die Arbeitsweise sehr intuitiv, weil wir da im Windows Explorer drin sind. Das heißt, genauso wie Sie im normalen Windows Explorer mit normalen Dateien in Windows arbeiten, so arbeiten Sie auch im PDM. Plus die PDM-Funktion natürlich. Und löschen und umbenennen, da haben wir die Gefahr nicht, weil dort wird per se schon, werden die Rechte so eingerichtet, dass man Dateien nicht ohne weiteres löschen kann. Das können meistens nur Administratoren machen. Und umbenennen ist auch nicht das Problem, weil die Referenzen erhalten bleiben. Um die Referenzen kümmert sich das PDM-System selbst. Gut, weiteres zentrales Thema ist Suchen und Finden, und das ist ja natürlich eine Kernkompetenz von einem PDM-System, und 74% der Umfragenbeteiligten haben gesagt, es ist ein absolutes Muss, dass eine gute, benutzerdefinierte Suche zur Verfügung steht. Ja. Für 18 ist ein Kann-Kriterium und für 8% ist es ein nicht benötigtes Kriterium. Ja, und nachdem das sehr wichtig ist, wird uns der Michael hier mal zeigen, wie das denn bei uns im SolidWorks PDM funktioniert. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich werde die PDM-Suche einfach mal starten. Das hier in diesem Beispiel ist es ein eigenes Suchwerkzeug. Ich muss mich wieder anmelden, natürlich, weil ich da in den Tresor hineinschauen möchte. Und habe da eine Suchmaske, die ich mir selbst zusammengestellt habe. Da habe ich zum Beispiel, für mich waren interessant, in welchem Status sind gewisse Dokumente. Hier habe ich jetzt mal ein Suchergebnis. Da habe ich mal alle Dokumente, die in diesem Tresor zu finden sind, angezeigt.
Und jetzt lasse ich mir mal die Dokumente anzeigen, die freigegeben sind. Und ich sehe schon, es werden nur die herausgefiltert, die freigegeben worden sind. Das war eigentlich ein Klick in das richtige Feld. Jetzt gebe ich noch einen Suchtext ein zusätzlich. Ich suche nämlich ein Zahnrad und finde da auch drei Suchergebnisse und kann das Richtige über die Vorschau dann auch gleich raussuchen. Wir sehen, das ist der Antrieb für ein Zahnrad, den ich mir hier anzeigen lassen kann. Genauso habe ich im Suchergebnis die gleichen Reiter wie die Version, die Stückliste, den Verwendungsnachweis. Und über diesen Verwendungsnachweis kann ich jetzt zur richtigen Baugruppe gehen, die ich dann später auch bearbeiten möchte. So, man sieht, ich kann mir auch den Status im Workflow anzeigen lassen. Das ist eine kleine Zusatzanwendung, die auch ja quasi standardmäßig drin ist, und in Rot wird angezeigt, wo im ganzen Workflow sich dieses Dokument gerade befindet. Ja, die Suchmasken sind individuell anpassbar, da zeige ich gleich nochmal in der nächsten Folie was dazu, und wir können die Suche starten entweder über das Suchwerkzeug, so wie in dem Beispiel, das ich gerade gezeigt habe, oder die Suche finden wir auch in der Integration, zum Beispiel im PDM Explorer selbst oder im SolidWorks Add-in, wenn wir innerhalb SolidWorks arbeiten, oder in einem offenen Dialog zum Beispiel. Dort möchte ich vielleicht auch nicht durch meine Verzeichnisstruktur navigieren, sondern direkt ein Suchwerkzeug nutzen. Wie sieht das aus? Haben wir gesehen, das ist das Beispiel des Suchwerkzeugs mit den verschiedenen Feldern, die individuell anpassbar sind. Es kann auch ein Suchwerkzeug sein mit einem einzigen Feld. Das wird zum Beispiel in der Fertigung gerne benutzt, wo ich einen Rechner habe, wo ich mir einfach über eine Artikelnummer eine Zeichnung anzeigen lassen möchte. So sieht das aus. Wie gesagt, die Felder sind individuell anpassbar. Und hier sieht man das Add-in in SolidWorks selbst, wo ich auch die Suche direkt aus dem Add-in heraus starten kann. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Workflows und nicht CAD-Dokumente ist ein zentrales Thema. Und wir haben hier ein paar Muss-Kriterien rausgefiltert, die unsere Kunden eben als Muss-Kriterien definiert haben. Und zum Beispiel war es sehr interessant, dass PDM und der Workflow im PDM bei der Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften unterstützt, wie zum Beispiel bei der ISO 9001. Ja, und für 42% unserer Kunden ist es ein absolutes Muss, dass es funktioniert. Ja. Dokumentenabhängige Workflows, das heißt, ja, wir haben ein PDF, ein Word-Dokument, wir haben eine Zeichnung oder was auch immer. Ja, und wollen wir verschieden kontrollieren. Ja. Für 42% ja, ist es ein absolutes Muss-Kriterium, dass wir hier verschiedene Workflows für verschiedene Dokumente haben. Und das Verwalten von Nicht-CAD-Daten, wie zum Beispiel PDF, JPEGs und Docs. 51% brauchen diese Funktionalität. Ja, danke. So ein CAD-Workflow, wie kann der aussehen? Auch dieser CAD-Workflow wird in der Administration grafisch erstellt. Hinter jedem dieser Kästen steht ein Status, und die Pfeile, das sind die sogenannten Statusübergänge. Und es ist klar, dass in einem CAD-Workflow, in einem Konstruktions-Workflow vielleicht mehr Status benötigt werden als zum Beispiel bei einem Office-Workflow. Bei einem Office-Workflow ist es mir wichtig, dass ein Dokument gekennzeichnet wird, wenn es in Arbeit ist, wenn es freigegeben ist, vielleicht noch einen ungültigen Status noch mit dazu nehmen. Aber diese Workflows unterscheiden sich, und je nachdem, was es für ein Dokument ist oder wo dieses Dokument im Tresor gespeichert wird, wird es auch seinen eigenen Workflow bekommen. Das heißt, jedes Dokument im Tresor wird von einem Workflow geführt, was zwei große Vorteile hat. Einmal, der Prozess, Ihr Unternehmensprozess, der für dieses Dokument vorgesehen ist und auch vielleicht nach einer gesetzlichen Vorschrift laufen muss, wird hier eingehalten. Der Anwender hat gar keine Möglichkeit, aus diesem Prozess rauszukommen. Das heißt, zum einen ist es ganz klar, welche Stationen das Dokument
durchlaufen hat. Es gibt eine vollständige Historie und es ist jederzeit nachvollziehbar, wer das Dokument wann geändert hat. Also jedes Dokument folgt seinem Workflow. Ein CAD-Dokument, zum Beispiel den CAD-Workflow, ein Word-Dokument einem einfachen Workflow. Und wirklich Ihre eigenen Dokumentationsprozesse, die in Ihrem QM-Handbuch stehen zum Beispiel, die werden hier eingehalten. Und so unterstützt Sie PDM eben bei der Einhaltung, aber nicht nur von ISO 9001 zum Beispiel, aber auch von FDA und anderen Regulatorien. Und wir haben die vollständige Änderungshistorie, die auch hilft, den Werdegang eines Dokuments eben nachzuvollziehen. Nicht zuletzt die Integration in die Office-Anwendungen. Und zwar können wir direkt aus Word, Excel und PowerPoint unsere Office-Dokumente verwalten. Dort gibt es eben ein Menüband, wo alle relevanten PDM-Funktionen vorhanden sind, wie einchecken, auschecken, die Datenkarte anzeigen und verändern. Die Suche ist genauso. Man kann dann darüber direkt in den Explorer hineingehen und natürlich auch die Informationen zum Status, zur Version dieses Dokuments sind auch dort abrufbar. Tasks, automatisierte Tasks. Und zwar in der Konstruktion, ja, werden sehr viele Dokumente erzeugt, ja, die wir dann nachher im Unternehmen auch wollen. Ja, das können sein E-Mails, Word-Dokuments, PDFs oder auch Zeichnungen. Ja. Und wünschenswert wäre, wenn das Dokument einen Status erreicht, dass diese Dokumente eben automatisch im Unternehmen verteilt werden. Und für 62% unserer Kunden ist es ein absolutes Muss und die nutzen das auch. Ja, automatisierte Tasks helfen uns dabei, Dinge, die wir früher oder auch aktuell manuell machen, einfach automatisiert ablaufen zu lassen. Zum einen ist das eine sichere Möglichkeit, eine Möglichkeit, die Fehler ausschließt und zum anderen spart sie natürlich Zeit und damit auch Geld. Schauen wir uns mal dieses Beispiel an und zwar habe ich eine Zeichnung und eine Baugruppe, die sind gerade im Status Warte auf Freigabe. Das heißt, diese Mitteilung ist an den Freigeber schon herausgegangen und der erteilt jetzt quasi die Freigabe. Das heißt, und wir sehen, es sind dort auch drei PDFs schon erzeugt worden bis zum Status E. Und jetzt ist der Revisionsstatus F. Das sehen wir auch hier in der Zeichnung. Das wurde auch automatisch befüllt. Wir müssen da gar nicht mehr nach SolidWorks reingehen, sondern haben hier direkt den neuen Status auf dem eDrawings und zugleich ist auch eine Benachrichtigung erzeugt worden, dass ein PDF erzeugt worden ist. Und wenn wir da jetzt diesem Link folgen, dann sehen wir, dass wir in der Zwischenzeit ein PDF mit der Revision F bekommen haben, das genau den Inhalt der Zeichnung darstellt. Hier haben wir auch nochmal den Beweis quasi dafür. Diese Zeichnung wurde gerade eben vom System erstellt. Das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit wäre natürlich, Zeichnungsfreigaben und den Zeichnungsdruck auch zu automatisieren über sogenannte Plot-Tasks, die auch dann so eingerichtet werden, dass zum Beispiel bei der Freigabe alle Zeichnungen ausgedruckt werden. Einige Punkte zu der Automatisierung. Wir haben einmal die Benachrichtigung beim Statuswechsel. Es ist wichtig für die Kollegen im Unternehmen zu wissen, wann passiert was mit den Dokumenten. Zum Beispiel muss ein Arbeitsvorbereiter wissen, dass ein Teil vielleicht in Änderung gegangen ist und er muss dort gewisse gewisse Schritte unternehmen, um vielleicht eine Produktion zu stoppen oder einen Wechsel durchzuführen. Die automatische Erzeugung von Neutralformaten, wie zum Beispiel PDF, aber es können auch IGES, STEP oder eDrawings-Dateien sein aus den SolidWorks-Dateien heraus
Oder das angesprochene Ausdrucken von einem ganzen Zeichnungssatz ist hier auch zu erwähnen. Also, großes Thema beim Automatisieren ist eben, dass wir damit Zeit sparen und Fehler, die beim manuellen Erstellen dieser Formate passieren können, vermeiden. ERP-Anbindung, ein absolut zentrales und wichtiges Thema, und 80% unserer Kunden nutzen ERP-System. Und daher ist es natürlich besonders wichtig, das PDM-System an ein ERP-System ankoppeln zu können. Und das sehen wir dann auch, wie das hier relativ einfach funktioniert. Das zweite ist, 55% ja, von Nicht-CRD-Usern benötigen Zugriff auf Konstruktionsdaten. Ja. Und was wir hier eigentlich vermeiden wollen, ist, dass die AV und der Vertrieb im regelmäßigen Abstand in der Konstruktion auftaucht, ja, und Dokumente anfordert. Und hier sehen wir, wie wir das besser handeln können. Ja, zum abteilungsübergreifenden Arbeiten. Da geht es ja ganz, ganz klar darum, einen gesteuerten Zugriff auf produktrelevante Daten zu haben. Was bedeutet das? Wie Thomas es auch angesprochen hat, für einen Konstrukteur ist es störend, natürlich manchmal auch sehr gut, wenn er mit den anderen Leuten kommuniziert, aber im Allgemeinen ist es störend, wenn ständig jemand bei ihm anklopft und sagt, kannst du mir mal eine Zeichnung geben, kannst du mal was gucken? Für diese Arbeiten gibt es im PDM-System zum Beispiel Viewer-Lizenzen, das sind lesende Nicht-CAD-User-Lizenzen, wo jeder natürlich mit seinen Berechtigungen, die er für einen gewissen Teil oder für einen ganzen Tresor hat, in den Tresor hineinschauen kann und nach den Daten suchen kann, die interessant für ihn sind. Da denke ich zum Beispiel an den Einkäufer, der für ein Angebot eine aktuelle Zeichnung braucht. Die kann er direkt aus dem System holen. Oder die Kontributoren, das sind schreibende, nicht CAD-User. Das heißt, die können natürlich auch Content erzeugen, Dokumente erzeugen, hineinspeichern, freigeben, verändern und so weiter, haben halt einfach nur keine CAD-User-Lizenz. Und dann eben den PDM-CAD-Editor, der von den Lizenzrechten her die meisten Rechte hat und auch das SolidWorks-Add-in zur Verfügung hat. Zu der ERP-Anbindung. ERP, man spricht davon von unidirektional, bidirektional. Wir gehen entweder nur zum ERP hin oder vom ERP zurück nach PDM oder eben in beide Richtungen. Wir haben hier eine Standardschnittstelle, die läuft über einen XML-Import und Export. Das kann einfach konfiguriert werden im Administrationstool. Und je nachdem, wie die Anforderungen sind, kann das ausreichen oder man geht einen Schritt weiter und da unterstützt Sie gerne Ihr Vertriebspartner, wenn es um angepasste Schnittstellen geht für gewisse große und aber auch kleinere ERP-Kopplungen. Da natürlich bei so einer angepassten ERP-Kopplung, da geht man ganz auf ihre Systeme und auf ihre Anforderungen ein. Und die gehen natürlich vom XML-Standard ein bisschen weiter. Das sind meistens kleine Zusatzanwendungen, die quasi als Schnittstelle fungieren und dort die Daten austauschen. Ja, Implementierung. Jetzt haben wir viele tolle Funktionen gesehen, ja, also, und jetzt wollen wir natürlich ja wissen, ja, wie sieht denn das aus, wenn ich mich dafür interessiere und damit anfangen will, ja. Und jetzt war uns wichtig, was beschäftigt denn unsere Kunden am Anfang, ja, was ist denn wichtig? Und zwar schnelle Implementierung ist denen extrem wichtig, ja, also sehr wichtig mit 38%, mit wichtig mit 45 zusammen über 80%. Ja, die selbstständige Administration, ja, das ist ja etwas, was am Ende viel Geld und Zeit sparen wird, ja, wenn Sie jemanden bei sich im Unternehmen haben, der das System selbstständig in der Hand hat, ja, ist unseren Kunden sehr wichtig. Ja. Kundenspezifische Konfiguration des PDM-Systems, ja, dass es wirklich angepasst wird auf Ihre Bedürfnisse, ja, wiederum 65% sagen, das ist Ihnen sehr wichtig. Und der Michael wird uns jetzt zeigen, wie das ausschaut. Ja, als erstes möchte ich auf die Quickstart-Pakete hinweisen. Quickstart-Pakete, die von Ihrem Reseller geschnürt worden sind, beinhalten einmal ein vorkonfiguriertes PDM-System, das sich leicht anpassen lässt und
Da es vorkonfiguriert ist, ist dort die Installation und die Inbetriebnahme sehr schnell. Also wir reden da von wenigen Tagen. Da in diesen Paketen ist meistens auch die Schulung, die Anwenderschulung oder und die Administratorschulung mit dabei und erste Anpassungen genauso. Also ich habe Quickstart-Pakete gesehen, die zwischen 3 und 5 Tagen dauern. Wenn Sie da interessiert sind, reden Sie mit Ihrem Reseller. Da wird Ihnen gern geholfen. Also diese Quickstart-Pakete sind gerade zum Beginnen sehr gut. Sollte es dann ein Stückchen weitergehen, dann ist natürlich eine größere Administratorschulung sehr zu empfehlen, weil damit können Sie eben Ihr eigener Herr sein und können sich externe Beratung eben sparen. Und was noch ganz wichtig ist beim PDM Professional, dass wir so gut wie keine Programmierkenntnisse zum Administrieren der PDM-Konfiguration brauchen. So gut wie keine bis gar keine. Ich habe diese Einschränkung deswegen gemacht, weil es einige kleine Funktionen gibt, die ja im Allgemeinen kaum genutzt werden, aber jemand, der gerne mal ein bisschen Code schreibt, kann da noch mehr aus dem System rausholen. Aber grundlegend braucht man für die Administration von PDM Professional keine Programmierkenntnisse. Man richtet nur ein. Ja, zusammenfassend wollten wir nochmal teilen, also was unsere Erfahrungen bei unseren Kunden sind, die SOLIDWORKS PDM im Einsatz haben, ja, und was für einen Effekt das auf ihr Business hat. Und zwar bei einer Zeitersparnis haben wir festgestellt, dass der Engineering-Aufwand sich um 10 bis 30% reduziert, ja, und ein großer Anteil davon kommt, dass man eben schnell die Dateien findet, ja, und sich auch leicht tut, wenn man was umbenennen möchte. Die Kostenreduktion, ja, wir haben gesehen, 80% unserer Kunden nutzen ein ERP-System, Anlegen von Bauteilen in einem ERP-System kostet Geld, ja, und hier haben wir einen Wert ermittelt, dass das durchschnittlich 750 Euro pro Jahr und Teil sparen kann, wenn man ein Gleichteil nicht zweimal anlegt. Und Qualität, es hat einen positiven Einfluss auf die Qualität, durch das, dass wir die richtige Zeichnung, die richtige Revision in der Produktion haben oder bei unserem Lieferanten. Ne? Das heißt, wir können hier den Ausschuss um rund 10% reduzieren. Ich möchte mich bei allen Zuhörern, bei allen Zuschauern bedanken. Hoffe, Ihnen hat das Webinar heute gefallen. Wir sind gut in der Zeit. Wir bedanken uns nochmal für Ihre Teilnahme an der Umfrage und wenn Sie uns kontaktieren möchten, bitte schreiben Sie mir eine E-Mail, michaelsterns@3ds.com oder an natürlich thomas.maiti@3ds.com. Ja, wir wünschen Ihnen allen ein gesundes, schönes Wochenende. Vielleicht kann man irgendwo am Wochenende grillen, wäre schön. Und dann nächste Woche wieder durchstarten. Eine schöne Zeit, vielen Dank und bis bald. Auch von meiner Seite. Schönes Wochenende. Ciao.